Habe ich gerade einen Kollegen von mir. Ich weiß nicht, ob ich gerade einen Kollegen von mir versunken habe. Oh, Piratenjäger. Aber Piratenjäger haben grundsätzlich irgendwie. Also grundsätzlich haben sie nicht. Ach nee, da ist der zweite Kollege. Haben ja eh immer ein bisschen. Da treibt Beute vorbei, Captain. Das ist echt. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, wie viel Geld es eigentlich gibt, die Schiffe abzusenken. Also, ne? Metall, 55. Machen wir die Hälfte raus, weil ich versenke es ja einfach nur. Feuer! Sie geht gleich unter! Bereit zu schießen, Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß! Alle Mann auf Posten! Wirklich, das ist ja ein süßes Bereit Schiffchen. Bereit zu feuern, Sir! Wir werden über die Anker... Feuer! Oh, das war ja... Salzwasser! Du reißt uns in Stücke! Sie haben uns, Captain! Feuer! Ja! Auf dein Zeichen, Captain! Hilf mir hier, Mann! Feuer! Feuer! Ja! Glück! Achtung, Edward! Feuer! Den Grund. So. Wollen wir auch noch da alle Sachen einsammeln? Schwimmen wir mal ganz entspannt dahin. So entspannt, wie ich noch nie war. Oh mein Gott, das ist ein bisschen zu langsam. Ja. So, wo ist das denn? Da. 27 Metall. Opala. So. Holz und Stoff ist ja langweilig. Brauche ich nicht. So, ich glaube, wir lassen unseren Bekanntheitsgrad mal so, damit ein bisschen mehr von diesen Jägern kommen, die eh, ne? Nehmt die Rahn auf ich glaube, Ende. Sind es 500 oder mit rein, Brand, Zahl gewesen. Ich weiß es nicht. Aber es könnte sein, dass wir jetzt tatsächlich wieder was maximieren können und wirklich komplett maximieren können, wenn ich mich jetzt nicht irre. Tatsächlich, wir können unseren Rumpf ausbauen und damit ist dieser Rumpf auch endlich fertig. So, was kommt dann als nächstes? Breitseitenkanonen mit 500. Alles klar. Mit 500. Metall brauchen wir jetzt. Alles klar. Alles klar. Und Geld brauchen wir, glaube ich, auch eine Menge. Aber so viele Schiffe wir dann eh versenken müssen, um so viel Metall zu bekommen. Also da ist mit Sicherheit auch so viel Geld dann da drin. Ja, ja. So. Elite-Rammsporn. Ist jetzt nicht... Nee, Rammsporn nicht, Captain aber... Steuert. Was bist du für eins? Segel setzen, ist sie jetzt stärker? Ich glaube nicht. Pff, keine Ahnung. So, teleportieren wir uns zur Dochglocke. Ne, Moment mal. Wir gehen eben zur Charlotte, weil ich weiß nicht, wie viele Mörsergeschosse wir noch haben. Zur Charlotte. Ich nenne alles nur Charlotte, habe ich den Eindruck. Wartet kurz. Göttliche Beamte. Ich kann euch helfen zu verschwinden. Ich will nicht verschwinden. Wobei. Ich glaube, es wäre gar nicht so dumm, unterzutauchen für das Fort, damit eben wir nicht die ganze Zeit irgendwelche Jäger am Arsch kleben haben, die uns zerstören wollen. Ja, man sieht schon, dass das Schiff komplett anders... Es sieht viel, viel massiver plötzlich aus. So. Ich bin ja faul und deswegen teleportieren wir uns jetzt zu der Tauchglocke, um dann von der Tauchglocke zu dem nächsten Fort zu gelangen. Lagerhaus. Oh, ein Lagerhaus. Und das ist auch nur eine Mission. Juhu. Okay, wir sind jetzt eh im Sperrgebiet. Stimmt. Kriegsschiff. Alle Segel klar zum Setzen. Metall. So. Wollen wir mal einfach geradeaus segeln? In der Hoffnung. Ich hoffe, jetzt komme ich irgendwelche blöden Schiffe noch die ganze Zeit. Das wäre sehr unpässlich. Boah, das ist aber auch... Was ist denn da? Kriegsschiff Level 60. Haben eh nichts dabei für mich.
Das Sperrgebiet ist sehr, sehr komisch. Ich glaube, aber jetzt kommen wir in das Sperrgebiet erst rein. Ach, ich weiß, warum das ein Sperrgebiet ist, weil das da hinten ein Lagerhaus ist. Ach so. Naja, okay, die Fregatte ist ja lächerlich. Die ist, was ist eine Fregatte Stufe 23. Die ist nicht mal stark. Oh. Alle an Deck! Wir nähern Feuer! Uns einem Vorhaben. Da, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Hebt den Befehl, Sir! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Kenway! Feuer! Nimm den Mörser, bleib außer Reichweite! Feuer! Sie präsentieren! Waffen raus! Krieg! Feuer! Nur das eine Schiff! Da, ein guter Treffer! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Achtung, Einschlag! Feuer! Verdammt, bist du verrückt, Captain? Ja. Bleib nach. Ach, das Schiff lebt noch. Da, Captain, da sind sie am empfindlichsten. Feuer! Da gehen sie unter. Ein Wrack. Feuer! Mehr. So. Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain. Sieben Türme. Bereit zu schießen. Krass. Feuer! Vorsicht, Captain. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Feuer! Ich bin bereit, Sir! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Feuer! 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 Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Der Turm ist fast vernichtet, Captain! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! Leesegel einholen! Und umdrehen! Feuer! Ach, da hätten wir schon wieder mit einer Drehbüchse. Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß! Schieß! Zündloch verstopft! Feuer! Auf die Türme zu! Ein gut platzierter Schuss! Bereit zum Feuern, Feuer! Captain! Dort ist sie verwundet. Ein paar Schüsse und wir sind den Turm los. Irgendwo ist aber mein Loot auch noch. Feuer! In ein Schiff gerade. Da, ein guter Treffer könnte ich... Wow, ich dachte, mein Schiff explodiert jetzt gerade so. Sie geht gleich unter. Richtig witzig. Stop. Wer geht gleich unter? Unser Schiff doch nicht. Was denkt ihr euch eigentlich? Ja, da haben wir nämlich das ganze Geld und... Okay, Geld haben wir jetzt nicht bekommen, aber... Ihr wisst, was ich meine. Greift die Top- und Bramsegel! So, nächstes Fort. Das war schon irgendwie total krass, aber das hat auch nur so rumgeballert, weil halt noch die zwei anderen Schiffe davor waren, die wir noch nebenbei mal eben versenkt haben. Und man merkt wirklich, dass unser Schiff echt viel, viel mehr HP jetzt hat, also Leben hat, also... Es ist viel mehr aufgerüstet. Es ist so cool. Es ist so cool einfach. Ha. Ups. Kannst du mal bitte... Hauptsegel reffen! So. Alles festgezogen. Holt! Alles bis aufs Hauptsegel reffen! Das heißt, wenn wir dieses Lagerhaus einnehmen wollen, wo ja dieses Kriegsschiff davor ist, das bedeutet ja letztendlich, dass wir... erstmal einen Weg hier hochsuchen müssen. Genau. Das, Huch, was war das für eine komische Grafik? Drei der Offiziere erledigen. Kein Problem. Mal, wieso rennen die denn neuerdings die ganze Zeit? Idiots! Buddy, you're fine! Him. Don't give over there, then! Throwing grenade! I am going to cut you! Attack together! Who has lost them?
Boah, ey, diese Soldaten, die sind so schwer momentan, auch einfach, weil diese Kackoffiziere die ganze Zeit wegrennen müssen. Das ist so nervig einfach. Es ist richtig zum... Oh, das macht mich wahnsinnig. Wenigstens. Oh, I've got a lovely clear shot. Ey, was war das denn jetzt? Oh. Gut, dass das irgendwie nicht meine Crewmitglieder sind. Ich hab grad. Och Mann, ihr seid so. Geht mir nicht! Auf den Sack, ey. Ohne Scheiß. I have a clear shot. Kriegen wir alle nicht auf den Sack, ohne Scheiß, ey. I've got a shot. I just have to pull the trigger. So. Make him guess, lads. Quicker. Idiots trying to lose us. I've got him in my sights. I've got a clear shot. Woo! You're no loser, this. Faster. Fuck. Das Problem ist, ich muss ja anonym werden. Oh, warte, wir können ins Gebüsch hier gehen. You can't get away, cop. Hä? Wieso sind denn das meine eigenen Leute, die mir hinterher rennen? Good spot. Hä, was war das denn? Hättest du den nicht einfach umbringen können? Boah, sie müssen erst anonym werden. Da ist ein Typ wahrscheinlich, der mich noch sucht. Oder der wurde gerade erschossen, so wie es klang. La la la. La la la. Das sind meine eigenen Leute, die mich suchen. Ohne Scheiß. Tja. Dann setze ich mich ins Gebüsch und warte eben. Bis, Sag mal. Dankeschön, ey. Hallo! I'm back. So. Und nur noch einmal einen Typen töten, der uns eigentlich nichts tut. Das ist ein sehr, sehr starkes Fort, meiner Meinung nach. Jetzt bin ich aber auch echt gespannt auf das Letzte. Schwer sind die ja nicht einzunehmen. Also. Tada! Boah, hier haben wir echt noch 3 Gebiete. Keine Tauchglocke. Hier ist das. Oh Gott, hier ist das letzte legendäre Schiff. Okay. Das werden wir absolut vermeiden. Aber hier gibt es auch wieder so eine Schatzinsel. Aber irgendwie immer noch nicht so das, wo die eine uns finden wollte. Pui, hätten wir das auch. So, bevor ich das vergesse, ne? Wollen wir nochmal Mörsergeschosse kaufen? Immer gut. You have my thanks. Thank you. How might I find your favor today? I want to sell something. I've got a little bit... Boah, 430 rum. Ich besauf mich eh nicht. Meine Männer dürfen sich nicht besaufen. Zucker. Weg damit. Business well concluded. Oh yeah. So. Ich finde das immer toll. Man muss immer, wenn man in die Forts hinein möchte, muss man hier immer hochklettern. Weil aufbauen tue ich das bestimmt nicht. Wir sind eh Piraten. Wir leben eh in Dreck und Scheiße gefühlt. Mm. Klingt zwar jetzt hart, aber es ist doch so.
Oh, Rauchbomben haben wir auch mal wieder bekommen. Schön. Hm, wir müssen irgendwie hier hoch. Aber das... Geht das hier? Nö. Hä, was ist das für eine Ecke? Dann müssen wir doch diesen Weg einschlagen. Und in die andere Richtung hinauflaufen. Pete, was ist los? Hä? Wieso kannst du denn nicht da hoch? Nein, da kletter ich nicht hoch. Da sind zwar Lücken und alles, wo ich meine Hände hineingreifen könnte nach alter Assassin's Creed-Manier, aber du musst bitte genau in diese Lücke reingehen. Ansonsten streike ich. Oh Gott. Das erschreckt mich immer. Was haben wir denn? Was ist denn da? Achso, da. Irgendein Schiff. Wer hätte es gedacht? Irgendein Schiff ist da. Ich hatte es doch fast geschafft, dieses Fragment einzusammeln, als ich, naja, okay. Es wird niemand mehr hängen. Also ich will das nicht. Blip. So. Jetzt müssen wir wieder runter. Alle hopp. Und wahrscheinlich genau in das Loch rein, damit wir noch richtig schön viel HP verlieren. So. Wo ist denn der Typ mit der Mission? Hä? Gab's hier nicht irgendwie? Hä? Hä? Hallo? Hä? Das irritiert mich jetzt aber zunächst sehr stark. So, jetzt können wir noch mal gucken. Wo sind denn die... Wo ist denn hier die Neben... Hä, wo ist denn hier die Nebenaktivität? Ahoi, Sir! Ja! Hä? Versteht man das jetzt? Nö. Wo ist denn die Nebenaktivität jetzt gewesen? Ach, wisst ihr was, Leute? Wir machen... Es riecht schon wieder nach einem kleinen Bug. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen machen wir jetzt hier Päuschen. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Machen das Fort dann hoffentlich fertig. Dann ist hoffentlich die Nebenaktion wieder da. Dann natürlich auch dieses Gebiet hier an sich fertig. Das ist ja auch nicht mehr so viel. Das sind, wie gesagt, die zwei Truhen. Da ist noch ein Geheimnis. Und eine Truhe. Sehr schön, das heißt, hier sind nur noch zwei Truhen, da ist auch noch ein Fragment. Hier ist ein Fragment, das heißt, hier sind noch drei Fragmente, irgendwie so. Dann haben wir hier eben noch was zum Einsammeln, da ist auch ein Affe drauf, hier sind auch Affen drauf. Ja, auf diese Insel freue ich mich sehr, sehr stark, sehr, sehr doll und dann ist auch noch ein Fort. Und dann haben wir tatsächlich die gesamte Karte einmal für uns eingenommen. Das ist doch wunderbar. Und dann geht es eben darum, die letzten Schätze zu finden. Und eben auch, neben den letzten Schätzen wollen wir dann auch, ja, die letzte Ausrüstung für uns fertig machen. Und dann geht es auch endlich wieder an die Hauptgeschichte weiter. Ich verabschiede mich ganz herzlich. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Ahoi, meine lieben Kameraden und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind immer noch auf der Suche. Wir haben das vorletzte Fort, glaube ich, eingenommen. Oder das erste der drei Sterne Forts. Nein, das ist das vorletzte Fort tatsächlich. Wir haben das vorletzte Fort eingenommen. Und Ahoi, Captain. Hier gibt es eigentlich eine Mission für uns. Aber diese Mission wird uns Wartet kurz. Ich kann euch helfen zu verschwinden. Nee, müssen wir nicht. Aber irgendwie gibt es hier niemanden, mit dem ich... My dear fellow, can I help you? Can I help you? Aber ich sehe gerade irgendeinen roten Typen bei uns im Fort und das kann ich...